Hallo Leute, ich bin's, euer Niki. Ich bin hier im schönen Finnland, beste Bedingungen. Und hinter mir steht der Porsche Taycan 4S. Ich habe euch aufgerufen wegen Fragen. Was wollt ihr wissen über das Ding? Ich bin der Glückliche. Für mich geht's nächste Woche nach Finnland. Ich teste dort den neuen Porsche Taycan 4S. Also ich bin wirklich riesig gespannt. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann postet sie einfach bitte unter diesem Video. Ich bin absolut happy, was er alles so kann, und versuche die Fragen natürlich jetzt zu beantworten. Es gibt ja schon länger den Porsche Taycan Turbo und den Porsche Taycan Turbo S. Jetzt haben wir hier den Porsche Taycan 4S. Der ist natürlich von der Leistung her weniger, hat auch dann nicht so die großen Akkus drinnen. Es ist eher das Einsteigermodell, wobei es braucht man schon auch erst einmal den besseren Geldbeutel. Ja, der Jonas wollte wissen, wie viele Pferdchen haben wir denn hier? Ganz normal hat er hier 490 PS. Man merkt es, wenn man mal so richtig drauf drückt. Ja. Aber wenn wir dann Launch Control machen, dann haben wir im Overboost satte 571 PS. Also da geht schon mal wirklich was ab. Und dann noch 650 Newtonmeter. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, 0 auf 100 war auch eine Frage. Jetzt haben wir natürlich andere Bedingungen. Wir haben hier schneebedeckte Fahrbahn. Wenn man das auf Asphalt, jetzt gerade bei den Tesla, boah, da drückt es ja wirklich durch die Kraft vom Elektromotor voll rein. Schauen wir mal, was jetzt auf Schnee abgeht hier. Und wir machen mal Feuer. Es drückt dich schon trotzdem rein und es ist halt wirklich glatt drunter. Aber schau mal, Wahnsinn. Und bam. Locker die 100 erreicht, also auf dem Asphalt hätten wir 4 Sekunden, was jetzt hier waren, weiß ich nicht. Aber ich will euch mal zeigen, wie glatt es ist. Ich bin ja voll auf der Bremse, ABS-Regelung, Anschlag, Anschlag. Ey, wir machen hier Meter, 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 bis wir hier zurückkommen. Und beim Wegfahren geht es ab wie ein Torpedo. Hammer. Dann kommen wir gleich wieder weg. Ich könnte es in einer Tour machen und drauf. Der 4S wäre 250, der Turbo, okay, könnte 260. Aber jetzt auch die Elektroautos sind ja nicht so zum Autobahnbolzen, Vollgas oder so gemacht. Also es ist ja mehr so zum weiteren Fahren. Man kann schon kurz mehr draufdrücken, aber sinngemäß für die Akkus ist es natürlich nicht. Lars wollte wissen, gibt es das Fahrzeug auch in British Racing Green? Okay, British Racing Green direkt nicht. Grün ist er halt mal. Die Redaktion und Porsche waren so freundlich, mir ein grünes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ja, ihr wisst ja meine Phobie, aber kann sich ändern. Einer fragte, warum so hässlich? Ich weiß nicht, ob mein Bart gemeint ist, aber das hat einen anderen Sinn. Nö, können wir zum Auto zurück, ganz ehrlich. Von vorne finde ich irgendwie, ist ein 911 dabei. Von der Seite so ein bisschen Panamera. Also mir gefällt er schon. David wollte wissen, wie steht es hier mit der Anhängelast? Wenn ich jetzt da mal so drunter schaue, ich sehe auf jeden Fall mal keine Anhängerkupplung. Und ich habe auch nachgefragt, es ist auch nicht geplant. Aber was sehr cool ist, ist, was eher untypisch ist für die Elektroautos, man kann den Taycan 4S auch abschleppen. Und andersrum natürlich auch, der Taycan 4S kann auch abschleppen. Marco will unter anderem wissen, wie ist das Platzangebot für einen normalen Menschen? Ich schaue mal vorne. Also ganz ehrlich, einmal frei oben, genügend Platz, so alles perfekt. Könnte nicht besser sein. Schauen wir mal, wie das nach hinten geht. Da haben wir ja schon jemanden. Normaler Mensch, Herr Nikolaus, wie schaut es aus mit dem Platzangebot? Wenn ich so nach oben schaue, beim ersten Sprung über so eine Kuppe, glaube ich, haben wir hier eine Delle, ist vielleicht nicht so angenehm da hinten, aber kleinere als der Herr Nikolaus haben locker Platz. Kommen wir aber zum wirklich geilen Gimmick, wenn ich das hier anschaue, da ist die Lade.
Klappe einmal mal so machen. Simsalabim und alles ist offen. Bei den Ladezeiten natürlich das absolut Wichtigste ist, wo man ansteckt. Es kann bis zu 9 Stunden dauern, aber bestenfalls 22 Minuten. Dann habe ich von 5% auf 80%. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Der Flo wollte wissen, kann man mit dem Taycan 4S ein Rentier transportieren? Also Elektroauto typisch, haben wir auch vorne hier eine Klappe. Oh, da vorne wird es wohl nichts, vielleicht so ein kleines Schokoladenrentier, aber ansonsten geht da mal nichts. Ja. Dann schauen wir doch noch mal nach hinten. Na und, oh, da ist er schon wieder. Ja, Santa, wie geht's? Platz haben wir, oder? Ja, aber Rentier hat keins mehr Platz. Die können auch hinterherlaufen, wenn der Fahrer natürlich hinten sitzt. Der Flo hat gefragt, wie ist denn hier das Elektrogeräusch? Wir können das ja hier einschalten übers Display. So, und jetzt mal horchen. Fupp. Also es hört sich natürlich spacig an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool. Es ist ja schwierig, das so zu vermitteln, aber gerade jetzt hier auf dem Eis ist es sehr, sehr wichtig für mich persönlich zum Hören. Weil wenn jetzt die Räder dann durchdrehen oder sowas, ist der Sound ein bisschen anders. Also für mich passt das wirklich perfekt. Hört sich doch geil an. Gut. So, mit der Reichweite, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist immer so eine Sache. Laut WLTP haben wir 333 bis 407 Kilometer. Das ist natürlich immer so eine virtuelle Sache. In der Realität schaut es einfach anders aus. Ich bin heute in der Früh ins Fahrzeug eingestiegen. Natürlich, es wird ja schon vom Computer mit errechnet, dass es ja kälter ist. Wir haben eine andere Rollreibung hier, wenn man wieder ein bisschen in den Schnee fährt. Und natürlich wird herangezogen der Vorgänger. Also der Vorgänger vor mir hat das Fahrzeug schon ein bisschen gequält. Deswegen ist das Ganze schon ein bisschen runtergegangen. Was wirklich in die Reichweite mit einfließt, ist, was man jetzt mit einem normalen Benziner eigentlich gar nicht so merkt, ist es, wenn der Schnee liegt. Also man muss den Schnee ja platt fahren und dadurch natürlich geht auch Kraft verloren und durch den wird die Reichweite einfach eingeschränkt. Also man merkt es normal nicht so, aber wenn man jetzt halt hier länger im Schnee fährt, merkt man gleich, wie die Reichweite runtergeht. Der Dani hat gefragt, ob ich wirklich diesen ganzen Schnickschnack hier mit den insgesamt 4 Displays nötig finde. Ja, ganz ehrlich gesagt, also was hier stattfindet in dem Display, finde ich eigentlich sehr gut. Es ist relativ übersichtlich, was hier wirklich läuft. Mit dem Drehschalter kann ich, was für mich Hauptsache ist, also zwischen den ganzen Programmen umschalten, Sport, Sport Plus, Normal, dann auch das Range, wo man mehr lädt. Aber wenn ich dann schon rüber schaue, jetzt zum Beispiel auf der Beifahrerseite, ist das ganz Gleiche, was ich hier habe, kann ich da drüben auch noch mehr machen, beziehungsweise der Beifahrer. Ja, kostet natürlich sicherlich eine große Stange Geld. Ob man das so unbedingt braucht, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt das. In der Mittelkonsole, wenn man dann da schaut mit den Heizungen, also für mich ist ja immer, da fährst du jetzt ein bisschen quer oder bist so rum, dann kommt der Schnee ein bisschen rauf. Du willst jetzt schnellstmöglich die Scheibe freimachen, bis du dann immer suchst, was da irgendwie ist. Oh, ich weiß es nicht ganz so. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier gerade nochmal schaut, ich kann die Lüftungsdüsen auch elektrisch verschieben. Und wenn ich jetzt hier schaue, ist es zwar witzig, aber dann muss man sich schon wirklich darauf konzentrieren. Jetzt machen wir die Düse hier ein bisschen höher. Ist natürlich cool für ein Fahrzeug, was jenseits von 100.000 kostet. Aber so zur schnellen Betätigung, ja, ich bin noch nicht ganz so der Fan zu. So, servus beieinander. Ich bin der Niki. Wer seid ihr? Aha. Wir haben sie gefunden. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wo die abbiegen. Die nächste Kreuzung kommt in circa 2 Kilometer. Wenn das so weitergeht, natürlich von der Geschwindigkeit, haben wir ein bisschen Probleme. Aha, jetzt wird es ihnen doch zu blöd. Jungs, es war meine Freude, Jungs und Damen natürlich. Eine Dame ist auch dabei. Ambientebeleuchtung bitte auf Rot. Ich habe die Ambientebeleuchtung auf Moonrot gestellt. Perfekt, weil wir sind jetzt auf einem abgesperrten Gelände. Jetzt geht's zur Sache, jetzt geben wir Gas, ESP ist aus und Feuer frei. Die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage ist natürlich, geht das Ding quer? Wir haben jetzt hier einen Kreis, dann schauen wir doch gleich mal. Das ist ein bisschen ungewohnt halt. Wir haben am Anfang leichtes Untersteuern. Jetzt haben wir sehr schön vom Winkel her. Na, das hat doch schon sehr viel Schönes. So wie es beim Porsche eben ist. 45 Grad zum Innen. Geil, 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 geil. Geil. So. So muss es sein.
Der Heiminger Bernie möchte wissen, wie das Fahrgefühl ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt hier schon bloß mal so ein bisschen lenkt, es ist einfach Porsche-Feeling. Es ist die Lenkung, gibt auch Feedback. Wir waren ja schon auf dem Herweg auf der Straße, da merkt man ja schon, dass er anders da einlenkt. Jetzt haben wir natürlich einen leichten Untergrund, das gibt ja die Lenkung schon als Feedback mit. Also man muss natürlich schon zugeben, also ein reines 911er-Feeling kommt da nicht dahin. Weil es ist halt vom Gewicht her schon sehr, sehr viel. Aber für wirklich meines Erachtens eher so eine Limousine, macht er das eigentlich schon recht gut. Und es ist wirklich, er folgt den Lenkbefehlen. Ich lenke noch ein bisschen mehr ein, so, dann kommt er wieder. Und dann kann man mit dem Gasstoß das Ganze auch wirklich gut steuern. Schaut's mal her. Ist doch einwandfrei, oder? Im Vergleich mit einem Tesla ist es natürlich echt schwierig zu sagen, weil es ist immer so, man muss mit dem auch gleich wirklich auf der gleichen Strecke fahren. Das ist natürlich wirklich das A und O. Also das ist schon mal komplett klar. Aber von der Lenkung her, das Knackige, das ist ja bei den Teslas wirklich sehr, sehr, sehr steril. Also da kommt irgendwie kein Feedback. Hier ist schon einlenken, bisschen runter, vom Gas runter. Man kann sehr, sehr schnell spielen und fühlt sich einfach zu Hause, wie es in einem Porsche ist. Aber natürlich, unser Matthias meldet sich auch zu Wort. Kann ich einen 360 machen? Highspeed natürlich auch noch. Auf der Stelle drehen, boah, lecker mir, da kommt dann auch irgendwann mal wieder das Frühstück ins Spiel. Das reicht, oder? Zufrieden? Nachmachen. Also, auf geht's. Ho, ho, ho! Ich bin der Nikolaus mit seinem Weihnachtsschlitten. Das ganze Grip-Team, der Kollege und ich, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Lasst euch gut gehen, wir haben noch ein bisschen Spaß. Komm rein in die gute Stube, wir drehen noch eine Runde. Ciao, ciao!